Heute mein Beitrag in Sachen BIM zur Frage, was ist ein BAP? Ein BIM-Abwicklungsplan. Ganz einfach, wir haben schon gelernt, dass Bau komplizierter und aufwendiger geworden ist. Und das führt dazu, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt von sich aus das Richtige tut. Wir müssen also definieren, gerade bei großen Gebäuden, wer schuldet wann was. Konkretes Beispiel: Wann muss der Architekt seine Pläne für Leistungsphase 3 abgeben? Hat er sie abgegeben, tritt ein Freeze in Kraft. Der Plan wird eingefroren. Erst dann beginnen die anderen Planer mit ihren Planungen, die darauf aufbauen. Was war in der Vergangenheit? Der Planer hat einen Plan bekommen vom Architekten mit einem ersten Stand. Er hat mit dem Planen begonnen, dann kam ein neuer Stand. Dies führt zu vielen Missverständnissen und Mehrarbeit. Das will man nicht mehr, das ist natürlich auch nicht mehr sehr professionell. Und deswegen definiert man ganz genau, wer macht wann was. Und das Interessante ist, es gibt auch auf Kundenseite wieder jemanden, der da auch mal drüber schaut, das auch mal kontrolliert, der auch mal hinterfragt, warum das eine oder andere noch nicht gemacht ist. Und das sorgt für eines, für Qualität.